Hinter den dunklen Mauern der Villa Albtraumpanschen, der böse Zauberrat und seine Hexentante, den furchterregend üblen Bunsch der Pünsche mutig, versuchen Katz und Rabe zu retten die Welt. Doch der ist ein satanische Lügen, ja, Kuhwünsche. Nur zwei Freunde stoppen die Magie. Von dem satanische Lügen, ja, Kuhwünsche. Fliche triefend, weltverheerend. Ich habe hier ja schon eine Menge merkwürdiger Sachen gesehen, aber das ist die Krönung. Yeah. Und die Maschinen sehen auch ziemlich furchterregend aus. Fini! Ja, Rembrandt, da wirst du blass vor Neid, was? Dann schauen wir doch mal, was Bubi von seinem neuen Lieblingsdarmchen hält. Ja, tudu, tudu, tudu. Tyrannia benutzt offenbar für alles ein Elektrogerät. Ja, sie ist wirklich nicht zu überbieten, was den Einsatz von Technik betrifft. Maurizio, komm wieder her. Was machst du denn da? Ich poliere mein Image ein bisschen auf. Ausgezeichnet. Oh, das Ding kennt all die wichtigen Stellen, die Menschen oft stundenlang suchen. Oh, Hilfe, Jakob! Die wichtigen Stellen? Da wird dir der Rabe Nest verrückt. Du bist genauso technikversessen wie Tyrannia. Oh, mein armer Flügel. Eins verspreche ich dir, ich lasse nur noch meine Zunge an mein Äußeres. Ehrlich, ich weiß gar nicht, was Tyrannia an dieser Kriegsbemalung findet. Jetzt sieh mich doch mal wenigstens eine klitzekleine Sekunde an, Bubi. Im Gegensatz zu dir, Tantchen, verdient dieses Elixier meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Also geh und spiel mit dem Besen oder so. Endlich hab ich... Nein! Ich habe 6 Monate gebraucht, um alle Zutaten für mein Antiglatzenmittel zusammenzukleben. Oh, Herr Maledictus Made, welche Freude. Was führt Sie denn in unser bescheidenes Heim? Verschonen Sie mich bitte mit Ihren nebensächlichen Nettigkeiten, Sie manikürtes Mopsgesicht. Ich muss euch nicht sagen, wie missmadig ich bin, dass ich euch dämlichen Dilettanten einen Besuch abstatten muss. Ich versichere Ihnen, lieber Herr Made, wir werden uns bald einen Fluch überlegen, der selbst dem anspruchsvollsten teuflischen Geschmack gerecht wird. Ja, wir brauchen bloß noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ihr völlig verkalkten Versager habt schon viel zu viel Zeit vergeigt. Seht her die Liste eurer lächerlichen Leistungen. 236 versuchte Flüche und nicht einer, der die erforderlichen 7 Stunden gehalten hätte, nicht einer! Aber wir waren mal ziemlich nah dran. Schweigt! Also, ich warne euch, 2 formidablen Flaschen. Lasst euch einen zufriedenstellenden finsteren Fluch einfallen, sonst erlebt ihr ein blaues Wunder, das die Vorstellungskraft eurer erbsengroßen Krebskästen übersteigt. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja, Made. Für Sie immer noch Herr Maledictus Made, verstanden? Als wäre unser Beruf so nicht schon nervenaufreibend genug. Diese hinterhältige Made muss immer noch einen draufsetzen. Das habe ich gehört. Halt bloß die Klappe, Neffe, sonst werden wir beide noch in Kröten verwandelt. Lass dir lieber mal einen Fluch einfallen, den du nicht vermasselst. Brauchst du wirklich für alles im Leben so ein neumodisches Gerät? Und musst du wirklich so rückständig sein? Sieh's ein, Bubilein. Du und deine alten Museumsstücke stammen aus der Steinzeit.
Wer auf der Höhe der Zeit ist, kann mit moderner Technik eben umgehen. Ja, man kann sogar sagen, wir Progressiven haben zu Elektrogeräten ein ganz besonderes Verhältnis. Ein Verhältnis nennst du das? Ha? Ohne diesen Schnickschnack könnt ihr doch gar nicht mehr leben. Was würdet ihr nur ohne anfangen? Ihr, die Progressiven. Das weißt du nicht. Wir würden alle so ein langweiliges Leben führen wie du, Bubi. Aber das ist die Idee. Wir sorgen dafür, dass alle Geräte nur noch tun, was sie wollen. Nicht mehr, was sie sollen. Dann werden bald überall finsteres Chaos und heillose Panik herrschen. Und dann, liebes Tantchen, können wir nach 236 vergeblichen Versuchen dieser Made endlich hoch erhobenen Hauptes gegenübertreten und ihm sagen... Die Kraft von 66 umgekehrte Pentagrammen zeigen unecht oder echt sich Teile, die vom Ganzen stammen. Formel aus der Zeit in Nacht, bist du es, zeigt deine Macht. Füß die Flucht und Blick zusammen und dann donnert Blitz und Flamme. Achtung, fertig und voll. Fernbedienung, Toasterfeder, Leiterplatte, Staubsaugerrohr. Servomotor, Telefonhörer und ein Päckchen mit Floppy-Disks. Oh, mächtigster Punsch aller magischen Wünsche, so höre uns an und erfülle unsere Wünsche. Wir sind überall von Geräten umgeben. Wir können ohne sie fast gar nicht mehr leben. Doch Angst und Schrecken werden die Stadt erfüllen. Haben alle Geräte plötzlich ihren eigenen Willen. Jetzt sagen wir es rückwärts auf, dann nimmt unser Fluch einen noch finsteren Verlauf. Aua! Die beiden kann man wirklich nicht eine Minute allein lassen. Naja, sie probieren es halt immer wieder. Tante Tyrannia, die Aua-Uhr ist gestellt. Und in 7 Stunden ist der Fluch unumkehrbar. Es sei denn, du vermasselst wieder alles wie üblich. Ich kann gar nichts Ungewöhnliches entdecken, Jakob. Du etwa? Nicht das Geringste. Gib Stoff, du hast ihn gleich eingeholt. Eins, zwei. Und jetzt zur Streckung der Bauch. Wird Zeit, dass wir uns Kabelfernsehen zulegen. Roschbratwürste, sie passen hervorragend. Die Hauptstadt von Marokko ist... In jeder Flagge. So viele Sender, ich weiß gar nicht, was ich zuerst zeigen soll. Hey! Aber bestimmt nicht diese alberne, langweilige Verfolgungsjagd. Papa! Ich glaube, ich habe mich ein bisschen aufs Ohr. Liebling! Oh, ist das ein herrlicher Tag heute. Es ist viel zu schön, um hier drinnen eingesperrt zu sein. Falls jemand für mich anruft, ich bin draußen auf dem Golfplatz. Spielt ihr mit einer Runde Golf? Ich liebe Stadt und Flüge. Wartet auf mich. Komm, wir gehen baden. Warten! Oh nein! Ich glaube, wir haben uns unnötig Sorgen gemacht. Nikopolis kommt mir so normal wie immer vor. Oh, als normal würde ich das aber nicht bezeichnen. So etwas! Das gibt's doch nicht. Habt ihr Eis dabei, Jungs? Da können wir ein paar Milchshakes machen. Aber immer, coole Sache. Kommt mit, Leute, kommt. Oh je. Irgendetwas sagt mir, dass Tyrannia und Beelzebub ein bisschen an der Technik herumgepusht haben. Ja, und es sieht aus, als ob sich die Geräte köstlich amüsieren. Möchte wissen, ob sie mich mitspielen lassen. Maurizio, das da vorne ist keine Spaßvorstellung. Wir müssen ganz schnell den Fluch rückgängig machen. Und dazu brauchen wir Tante Noahs Hilfe. Ach ja.
Hey, es ist mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht zu ziehen, mein rabenstarker Freund. Hm, danke für deinen schlagkräftigen Zuspruch. Hm, da hat sich mein Reismatissimus wirklich gefreut. Sieht aus, als würden sich alle Elektrogeräte einfach köstlich amüsieren. Was bedeutet, dass sie keine Zeit haben, irgendetwas für irgendeinen Menschen zu tun? Was für ein brillanter Fluch! Aber natürlich war es auch meine brillante Idee. Aua! 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 In 4 Stunden werden wir wissen, ob sie wirklich so brillant war, Bubi. In der Stadt wimmelt es also von Leuten, die sich amüsieren wollen. Nein, nein, Tante Noah, von Geräten und Maschinen, die sich amüsieren wollen. Das habe ich doch gesagt. Also mal sehen. Dafür braucht ihr wirklich einen ganz besonderen Rätselrat. Könnt ihr vielleicht morgen wiederkommen? Aber wir brauchen deinen Rat sofort, Tante Noah. Oh, na, wenn das so ist, dann will ich meinem Gehirn mal Beine machen. Mal sehen. Ja! Ah. Nein, das war's doch noch nicht. Ah, jetzt weiß ich's. Geräte und Maschinen tun nicht, was sie sollen. Eine Wendung des Schicksals, die wir nicht dulden wollen. Aber habt ihr erst ihre wahre Stärke gefunden, dann brecht ihr den Zauber vor Ablauf der 7 Stunden. Das hört sich doch ganz brauchbar an. Viel Glück. Oh, hoppla, jetzt bin ich aber gestürzt hier drin. Habt ihr erst ihre wahre Stärke gefunden? Wahre Stärke, wahre Stärke. Maurizio, das bezieht sich bestimmt auf den Strom, der alle Maschinen antreibt. Das städtische Stromkraftwerk. Ja, die Geräte wären alle antriebslos ohne elektrische Energie. Also ich wette, wir brauchen einfach nur den Strom abzustellen. Klingt nach einem Kinderspiel. Auf zum Kraftwerk. Kannst du nicht meinen Zahn zulegen? Wir haben nur noch 3 Stunden Zeit, Kumpel. Ich kann aber nicht schneller, Maurizio. Sogar an meinen Krallen habe ich Reismatissimus. Hey, pass doch auf! Dem hast du es echt gegeben. Ach so, du findest das wohl komisch. Lass den Quatsch. Oh, ich warne dich. Dir warte ich ein Silber. Ergibst du dich, du flatternder Brötchenwärmer? Oh, sieht nicht so aus. Jakob! Ich komme. Hört ihr dich? Ach, ich wünschte, ich wäre 5 Jahre jünger. Ja, die Rakete ist gestartet. Alles klar? Los, Maurizio, spring! Nein! Das geht ganz schön tief runter, Jakob! Ach, ich meinte auf mich! Verstehe! Adieu, würdiger Widersacher! Endlich kann nichts mehr passieren! Jetzt kann nichts mehr passieren! Oh. Hey! Achtung! Oh, guter Schlag. Ich frag mich, ob er unter Paar spielt. Du Golfprofi, wir müssen schleunigst zum Kraftwerk. Ich hoffe nur, die Stadt hält durch, bis wir den Zauberfluch gebrochen haben. Mach dir mal keine Sorgen, Jakob. Die Menschen werden sich bestimmt zu helfen wissen. Oh, Gott sei Dank ist das die letzte Wäscheladung, Schatz. Oh. Glaubst du, unsere Waschmaschine und der Trockner werden jemals zurückkommen, Schatz? Ist das nicht richtig lustig? Ja, Karl, ich lach mich gleich schlapp. Schön, dass sich wenigstens einer amüsiert. Siehst du, Tanzen, alles läuft wie am Schnürchen in Mikropolis. Aua, aua! Und nur noch 2 Stunden, bis der finstere Fluch unumkehrbar ist. Zur Feier des Tages backe ich schon mal einen Kuchen. Hast du einen besonderen Wunsch, Bubi? Ja, ich habe Appetit auf einen Krötenkräuterkäsekuchen. Gut, dann backe ich eine Nieswurz-Nougat-Torte ganz für mich allein. Oh, mein Kühlschrank brennt und mein Herd ist eiskalt. Oh,
Du hast wohl vergessen, deine albernen Maschinen von unserem Zauber auszunehmen. Danke. Halt bloß deine Klappe. Was soll ich denn jetzt nur machen? Ich hab's ja immer gesagt. Du bist vollkommen aufgeschmissen ohne deinen Schnickschnack. Ach, was du nicht sagst. Tja, dann pass mal gut auf, Bubi. Ich backe meine Torte, das sag ich dir. Und wenn es nicht anders geht, dann mit bloßen Händen und ein paar primitiven Hilfsmitteln. Liebes Tantchen, das kann ich dir nicht zumuten. Das ist ein altmodisches Museumsstück aus der Steinzeit. Stimmt. Aber leider bin ich mit dir und deinem alten Kram gestraft. Gib mir das Ding. Ich mach dir einen Vorschlag, Tyrannia. Du teilst den Kuchen mit mir und ich erlaube dir, meinen altmodischen Schneebesen zu benutzen. Na gut, ich gebe dir ein ganz kleines Stückchen ab. Nein, ich will die Hälfte. Und ich möchte einen Krötenkräuter-Käsekuchen. Okay, okay. Einen halben Krötenkräuter-Käsekuchen. Jetzt gib mir das Ding, dann zeige ich dir, wer hier aufgeschmissen ist. So, da ist das Kraftwerk. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Plan einfallen lassen, wie wir am Pförtner vorbeikommen. Warte hier, ich habe einen Plan, der ist absolut katzenclever. Hey, was wollen Sie hier? Ach so, du bist ja nur ein niedliches kleines Miezekätzchen. Hä? Hä? Katzen haben hier keinen Zutritt. Hey, du! Meine Donuts! In Kraftwerken gibt es doch immer einen Notschalter, wo man auf einen Schlag den ganzen Strom in der Stadt abschalten kann. Aber wo? Er ist bestimmt leicht zu erkennen. Hoffe ich jedenfalls. Macht das nicht Spaß, Tantchen? Wer braucht schon diesen technischen Schnickschnack? Ich brauch ihn. Ich will meinen Mixer zurück. Nein! Ausgerechnet der mit den Schokostreuseln! Jakob, egal was du gerade machst, mach es schneller! Hab ich dich! Du hast ihn gefressen, also dir werde ich... Oh nein! Nicht den Notschalter zum Strom abstellen! Wo ist denn meine Taschenlampe? Oh ja, wir haben's geschafft! Na klar, das war ja auch meine Idee. Ich wünschte nur, er hätte mehr Donuts mit Schokostreuseln gehabt. Und ich wünschte, wir hätten es wirklich geschafft. Wir müssen uns was anderes überlegen. Dann müssen wir uns aber schnell was einfallen lassen. In nicht mal einer Stunde ist der Fluch unumkehrbar. Was ist, wenn mit wahrer Stärke gar nicht die Stromversorgung gemeint ist? Ihre wahre Stärke ist doch wohl die Fähigkeit, gewisse nützliche Dinge für Menschen zu tun. Maurizio, was machst du denn da? So fließt mehr Blut in mein Gehirn, verbessert die Denkfähigkeit. An Nützlichkeit erinnert mich dieser Elektrogeräteausflug aber nicht, Jakob. Ich habe eine Idee. Vielleicht hilft das Rumhüpfen ja wirklich. Los, komm mit. Ich zähle jetzt bis drei, dann kippen wir das Ding hier um. Aber dann fällt der ganze Dreck raus. Du sagst es. Und eins, zwei, drei. Den loche ich mit einem Schlag ein. Hey! Was macht ihr denn da? Nicht mal mehr eine Minute. Hoffen wir, dass dein Einfall kein Reinfall wird. Kurze Unterbrechung. Komisch. Ich verspüre
verspüre eine eigenartige Befriedigung bei dieser Arbeit. So als ob ich einer höheren Bestimmung folge. Das ist vielleicht meine wahre Stärke. Dafür bin ich gebaut worden. Wir haben es geschafft, Jakob. Wir haben es wirklich geschafft. Hoch und... Oh, er geht wieder. Komm schon, Tantchen, schneller. Oh, sieh nur, da ist ein Klümpchen. Ui, halt endlich die Klappe. Geliebter Mixer ist wieder da. Dann brauche ich dieses Fossil hier nicht mehr. Und ich habe auch wieder den ganzen Kuchen für mich allein. Obi. Oh, aber Tantchen, das bedeutet unser Fluch. Ich hätte mir denken können, dass du es wieder irgendwie vermasselst. Oh, was erzählen wir jetzt nur dieser vermaledeiten Magel? Irgendwas absolut abwegig ist mit Sicherheit. Ich habe eine Erklärung dafür, eure hochwohlgeborenste Bösartigkeit. Und wie könnte die wohl lauten? Meine Tante ist einfach unfähig. Und sie passen zu ihr wie die Faust aufs Auge. Macht euch bereit. Jetzt müsst ihr die katastrophalen Konsequenzen für eure infernalische Inkompetenz tragen. Dreck. Nichts weiter seid in den Augen der altehrwürdigen Hexenmeister Zonf. Jakob, ich weiß immer noch nicht genau, wie wir es geschafft haben, den Zauber zu brechen. Ganz einfach, wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben die wahre Stärke aller Haushaltsgeräte gefunden und die ist, nützliche Dinge zu tun. Ich frag mich, ob der Staubsauger da auch schon wieder zu gebrauchen ist. Keine Ahnung, gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden, mein Freund.